Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Es ist in einem der letzten Videos schon mal angekündigt, dass ich über Richarlison noch ein Video machen möchte. Und hier ist es jetzt. Wird vermutlich eines der letzten Videos sein. Vielleicht kommt noch mal eins, aber es wird wahrscheinlich eines der letzten Spielerbewertungsvideos von FIFA 20 sein, weil es ist echt die Luft jetzt ein bisschen draußen. Aber schauen wir uns die Karte mal an. Vielleicht hilft das Video ja dem einen oder anderen noch ein bisschen, sich zu entscheiden. 1,81 ist er groß, hoch, mittel, Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 4 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß. Habe 21 Spiele schon mit ihm gemacht, 13 Tore, 11 Vorlagen. Das ist auf jeden Fall mehr als eine Torbeteiligung pro Match, aber ich hätte mir eigentlich mehr Tore von ihm erwartet. Aber wir werden sehen, vielleicht überrascht er uns ja in den nächsten beiden Games etwas. Spielt in der Premier League bei Everton, deswegen gut zu linken mit allen Premier League-Spielern und auch mit Brasilianern. Er hat von mir einen Engine Cam-Style bekommen, damit bekommt er 97 Antritt und 99 Sprintgeschwindigkeit. Er hat ein Stellungsspiel von 97, Abschluss 97, Schusskraft 99. Fernschüsse sind ein bisschen meh mit 80, Volley ist auch mit 84, aber um ehrlich zu sein, wie oft kommt man zu solchen? Elfmeter 88 ist okay, kann man mit dem anderen auch machen. Passspiel geht die Übersicht jetzt auf 96 hoch, die Flanken gehen auf 94 hoch, die Freistoßpräzision auf 90, der kurze Pass geht auf 98 und der lange Pass geht auf 84. Langer Pass ein bisschen so bei Stürmer meistens ein bisschen der kritische Wert, 91 Effe hat er. Seine Beweglichkeit pushen wir jetzt mit dem Engine auf 95 von 90, die Balance pushen wir auf 93. Reaktion auf 96, die Ballkontrolle auf 97, das Dribbling geht auf 99 und Ruhe von 92. Also diese offensiven Werte sind sehr, sehr nice eigentlich für diese Karte. Hat auch geile Defensivwerte eigentlich für einen Stürmer. 61 hat er da gesamt, wobei wir uns da jetzt eher nur mal die Kopfballpräzision mit 99 anschauen, die mit einer Sprungkraft von 92 gepaart wird. Wir werden es probieren wieder mal. Vielleicht schaffen wir mal ein Kopfballtor. 91 Ausdauer, absolut ausreichend. Stärke 88 und Aggressivität 94. Also auch heftige Physiswerte. Und bei den Eigenschaften hat er noch den Flair-Schuss, der für uns wichtig ist. Ich habe jetzt in mein Premier League-Team gepackt und da wir diese Leihkarten bekommen haben, habe ich mir gedacht, ich probiere da auch als ZOM jetzt mal den De Bruyne aus. Vardy die Maschine. Lucas Moura auf der anderen Seite. Normalerweise spielt statt De Bruyne Bobby Firmino, der ist jetzt auf der Bank mal. Und dann haben wir noch Wijnaldum und Fabinho als ZDMs und hinten meine eh schon klassische Abwehr: Trent Alexander-Arnold, der Van Dijk, der David Luiz, über den kein Video mehr kommen wird. Ich glaube, der ist einfach schon, ja, es war die 90er-Karte schon gut, er ist auch gut und über Verteidiger ein Video machen ist halt immer etwas schwerer wie über Stürmer, aber wir können in dem Game vielleicht ein bisschen beobachten auch und Robertson hinten und Alisson im Tor. Wie gesagt, Bobby Firmino dann da auf der Bank und ich würde sagen, so gehen wir mal ins erste Game und schauen, wie wir mit Richarlison performen. So, unser erster Gegner ist da mit Totti, Mbappé, Vinicius, Kubo, Mondi und Semedo. Alles meine Lieblingsspieler, alles meine Lieblingsspieler in dem Game. So, schauen wir mal, ob wir gerade das Dribbling ein bisschen mit Richarlison uns anschauen können. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Er ist nicht so wendig wie ein kleinerer Stürmer, also wenn der 10 cm kleiner wäre, aber absolut ausreichend. Schöner Zug zum Tor. Oh, das hat wieder lang gedauert. Ja, David Luiz. Was war das, David Luiz? Sehr gut, David Luiz da, den Fehler wieder ausgebessert. Wir haben das Tor kassiert vorher, aber ja. Alter Verwalter. Gute Chance eigentlich, aber naja, den muss man machen. Sind die da jetzt gegenseitig beim Schuss gehindert, meine Spieler?
Ja, Wallis kann halt nicht so gut. Ja. Zu verspielt auch irgendwo. Ja, und jetzt steht er Gott sei Dank goldrichtig, der Richarlison. Wieder mal ein Nachspielzeittor. Aber ja, ich würde mal sagen, ist schon einigermaßen verdient, dass ich den Ausgleich jetzt gemacht habe, weil es spielt ja eigentlich nur eine Mannschaft, der andere hat einmal aufs Tor geschossen. Ja, David Luiz gut da reingegangen. Oh, schön, schön freigelaufen von Richarlison. Nice und cooler Pass von De Bruyne auch. Ja, Schuss war dann auch satt, schöner, schnell angenommen. Ja, bei ihm ist halt fast jeder Schuss ein Treffer. Er hatte davor eine Chance. Die hat er vernebelt, aber ja. David Luiz wieder schön aufgerückt. Ja, dieser Mbappé, jeder Ball bleibt bei dem hängen. Wie jeder Ball jetzt zu ihm kommt. Ich habe keine Ahnung, es ist. Ihr habt ja die Statistik gesehen in der ersten Hälfte. Jetzt kommt jeder Ball, jeder meiner Pässe ist ein Fehlpass, jeder Ball kommt zu ihm. Wieder. Ich kann mich kaum befreien, ne? Er bekommt wirklich jeden Ball jetzt irgendwie. Und wieder ist er bei ihm. Wir werden mal auf zwei Stürmer umstellen. Es ist wirklich jeder Schuss ein Treffer bei ihm. Zu dem Jubel braucht man nichts sagen. Er ist in FIFA 21 Gott sei Dank dann eh weg. So, ob man statt Lucas Moura jetzt Bobby Firmino da als ZOM und ihr seht, ich spiele jetzt mit zwei Stürmern, Vardy und Richarlison, da jetzt on top vorne. Und Teampressing werden wir auch noch anmachen. Es ist egal, Alter, ich komme einfach nicht vorbei an dem. Und er hat so viel Platz immer, die ganze Zeit hat er so viel Platz auch. Und immer sofort da. Ich wollte eigentlich zu Vardy rausspielen und der spielt ihn vor auf Richarlison im. Das gibt's doch einfach nicht, oder? Das gibt es einfach nicht. Es dauert leider dann alles so lange. Die Idee war eigentlich gut, er läuft vor in die Spitze, aber ich kann ihn nicht hinspielen. Ja, und jeder Schuss ein Treffer bei ihm mit Mbappé. Und der Torjubel sagt ja eh über ihn alles aus, ne? Aber ich bin froh, wenn ich diesen Mbappé, diese ganzen Spezialkarten, die fast jeder scheinbar hat, fast jeder scheinbar auch bekommt, außer mir, nicht mehr sehen muss, wenn FIFA 21 beginnt. Das Spiel ist mittlerweile echt unspielbar geworden. Also es spielen auch so komische Leute die ganze Zeit. Ich habe es eh gesehen, dreimal, glaube ich, hat er diesen Jubel gemacht. Die Community ist einfach ein richtiger Schmutz. Eigentlich hätte ich nach der ersten Hälfte mindestens 3 zu 0 führen müssen. War halt umgekehrt, aber schauen wir uns die Bewertung an. Richarlison 9,3 bekommen. Das ist auf jeden Fall die beste Bewertung im Team. Zwei Tore hat er gemacht. Keine Vorlagen. 4 Schüsse aufs Tor, 3 erfolgreich. 15 von 16 Pässen erfolgreich. 12 von 15 Dribblings erfolgreich. Und einen Zweikampf hat er gewonnen, minus 4 Fitness. Ja, und da sehen wir jetzt nochmal die Statistik. Ich habe in der zweiten Hälfte gar nichts mehr machen dürfen. Witzigerweise, ich habe dann sogar auf Teampressing gespielt, mit zwei Stürmern, mit Druck nach Fehlern. Durfte einfach nichts mehr machen. Er hat zwar mehr Ballbesitz, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, hatte mehr Schüsse, genauso viele Schüsse aufs Tor, aber bei ihm war halt einfach jeder Schuss ein Treffer. So, wir gehen ins nächste Game. Der hat einige Leihkarten. Ja.
dieser 92er Denier, den es da jetzt gibt. Ja, schön von Lukas und De Bruyne lässt sich den nicht nehmen. Richarlison, geh, 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 geh. Oh, schöne Vorlage von Richarlison. Da war er jetzt ganz gut unterwegs. Oh, schade. Er wollte jetzt zu schön machen. Ich glaube, Fabinho ist der Ball über den Schuh gerutscht vorher. Ne? Ich habe es nicht so genau gesehen, geht halt schnell im Game, aber kann man sich nachher vielleicht nochmal anschauen. Boah, Wahnsinn! Aus dem Winkel. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Lass uns an nochmal. Boah, schön rein in den Winkel. Kann man mal machen. Ja, geht wieder mit dem Tormann raus. Let's go. Fünfte Minute der Nachspielzeit. Naja, so ist es halt. Naja, diesmal nicht ganz so krass in der Halbzeit, aber fast jeder Schuss bei ihm ein Treffer. Aber bei mir auch einige drin. Ich weiß nicht, das geht das ganze Wochenende schon so. Jedes Mal, wenn ich den Ball abnehme, ist er immer wieder beim Gegner und das ist die ganze Weekend League auch so gegangen. Darum wird das wahrscheinlich, wie gesagt, auch eins der letzten FIFA 20 Videos sein. Ja, da kommt man einmal durch. Richarlison als Stürmer läuft nicht, aber Lukas als Flügel schon, ne? Zu langsam, ich hätte schießen sollen einfach. War mein Fehler. Da war ich wieder dran, mein Controller hat vibriert, kein Abseits natürlich. Ne? Ich war wieder dran an dem Ball. Es ist, ich darf nichts mehr machen. Ne? Es ist. Jeden Ball, den ich irgendwie dran bin, bekommt sofort immer der Gegner. Und ich möchte auch keine so negative Stimmung in diese Videos reinbringen, darum mache ich auch kaum von FIFA 20 noch welche, weil. Es ist unspielbar geworden, dieses Spiel, ja. Es ist wirklich unspielbar geworden. Endlich mal wieder eine Chance, ne? Oh, let's go. Firmino kommt rein und macht das Tor. Ich glaube, es war auch Vorlage von Richarlison, wenn mich nicht alles täuscht, aber werden wir dann sehen. Wahnsinn, wie er mit ausspielen kann. Meine Verteidiger geht keiner hin, alle stehen irgendwo. Wahnsinn, was das für ein Gebunker da hinten ist. Und dann der Fehlpass. Ja, und durch die Beine durch. Jo, zum Glück ist es vorbei. So, 9,2 Bewertung für Richarlison. Wieder der Beste. Ein Tor diesmal gemacht, ein Tor hat er vorgelegt. 5 Schüsse aufs Tor, dafür nur 2 erfolgreich gewesen. Naja, dafür 13 von 14 erfolgreichen Pässen, 13 von 16 abgeschlossenen Dribblings und ja, minus 4 Fitness. Ja, und die Statistik. Zur Vervollständigung nochmal, ja, sagt eh alles, ne? Fast doppelt so viele Schüsse, aber nur ein Tor mehr mit Ach und Krach irgendwie. So, kommen wir zum abschließenden Fazit mit Richarlison de Andrade. Ja, in den beiden Games, die wir jetzt gemacht haben, hat er echt gut performt. Also insgesamt haben wir jetzt mit ihm 23 Spiele gemacht, fast alle in der Weekend League. Ich glaube wirklich alle bis auf die beiden da jetzt, oder vielleicht waren es 3 oder 4, die ich nicht in der Weekend League gespielt habe. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwerer in der Weekend League, aber in den beiden Games hat er jetzt echt gut performt. Insgesamt 16 Tore, 12 Vorlagen, sind 28 Torbeteiligungen in 23 Spielen. Das geht schon echt fit.
Beweglichkeit könnte ein bisschen besser sein. Und manchmal, mir kommt vor, das ist diese Hochmittelarbeitsrate, ist er mir ein bisschen zu weit hinten als Stürmer. Man hat es da in manchen Szenen heute auch gesehen. Ich hoffe, habe ich da die eine oder andere hineinschneiden können. Wie gesagt, manchmal ist er mir ein bisschen zu weit hinten, obwohl der bei mir die Anweisung hat, Abwehr überlaufen. Also es ist ganz komisch, aber dann hat er auch wieder seine Momente, wo er echt geile Laufwege hat. Ja, die Karte ist schon sehr nice, kann man nichts sagen, ne? Aber manche hypen die so, also ich habe die bei einigen anderen Streamern und YouTubern, die hypen den, also so extrem geil finde ich ihn jetzt nicht, wie einen, weiß ich nicht, Mbappé zum Beispiel, oder bei mir ein Roberto Firmino ist bei mir weitaus heftiger als er zum Beispiel, ne? Aber ist vielleicht auch Geschmackssache und jeden Spieler liegt irgendjemand anderer besser oder schlechter. Bei mir ist er okay, er ist absolut stabil, aber ich würde ihn jetzt nicht als herausragend bei mir im Team bezeichnen. Vielleicht ist er das bei euch oder bei dir schon. Dann Gratulation. Sorry, wenn es teilweise ein bisschen ruppig war, aber das Game ist halt mittlerweile echt kaum spielbar. Man hat es eh gesehen, ich habe doppelt so viele Schüsse, da wird alles irgendwie abgeblockt und die ganzen Leihkarten, ich meine, ich habe jetzt selber mit einer Leihkarte gespielt, aber man spielt so oft gegen irgendwelche Teams mit den heftigen Leihkarten drinnen. Auch in der Weekend League habe ich mehrere Spiele gegen diesen 99er Pelé verloren. Es ist halt mittlerweile, es ist echt schon unspielbar. Drum seid mir nicht böse, wenn zu FIFA 20 nicht mehr so viele Videos kommen. Ich verspreche euch, FIFA 21 wird wieder mehr Gas gegeben, da werde ich versuchen, so viel wie möglich an Spielern zu testen und an Videos für euch zu machen. Es werden auch andere Videos jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich kommen, wenn wir andere Spiele testen. Und ich würde sagen, es war's. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich würde es mir damit sehr, sehr unterstützen. Vielleicht schaffen wir mal die 100 Abonnenten demnächst noch. Wäre schön, wenn wir das irgendwie noch vor FIFA 21 erreichen würden. Das wäre sehr, sehr nice, aber danke für euren Support und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.